Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurückgekommen auf dem Kanal. Und ja, heute mal wieder mit einem kleinen meinen Senf dazu. Und ja, ihr habt es im Titel oben gesehen, es geht heute um Urlaub. Urlaub und Hobby, ja. Da denkt man sich so, Urlaub und Hobby klingt ja eigentlich geil, weil man hat Urlaub und hat Zeit. Und ja, also Urlaub quasi meine ich jetzt wirklich Urlaub mit Wegfahren, ne? Nicht nur Urlaub, also quasi man hat frei oder auf Arbeit Urlaub und ist zu Hause, weil da kann man ja viel theoretisch fürs Hobby machen. Es geht darum, dass ich quasi wirklich meine, man setzt sich ins Auto oder in den Flieger und ist weg. So, und dann, was macht man denn dann in der Zeit mit dem Hobby? Oder was macht ihr in der Zeit mit dem Hobby? Und das Thema finde ich ganz interessant, weil es ist ja alle Jahre wieder mal das Thema. Jetzt gut, bei Corona war es vielleicht nicht so das Thema bei manchen, die sind da nicht weggefahren, wir auch nicht. Dieses Jahr ist es aber natürlich wieder so und ja, fast letztes Jahr auch schon fast, dass man halt wieder fahren kann und tut und macht und wie auch immer. Und ja, was soll ich sagen? Was macht man denn dann? Also man hat ja verschiedene Optionen. Wenn man zu Hause ist, klar, dann setzt man sich abends gerne mal ein Stündchen hin oder vielleicht auch mal irgendeinen halben Tag, wenn dann Zeit dafür ist und man nicht wirklich viel anderes zu tun hat, weil es ist ja meistens leider so, wenn man Urlaub zu Hause verbringt, es ist ja so, dass man während der Arbeit schiebt man sich ja alles so, das mache ich im Urlaub, das mache ich im Urlaub, das mache ich im Urlaub, da habe ich Zeit dafür und. Dann hat man, Urlaub fängt an und man hat so eine Latte an Klamotten, die man machen muss. Was weiß ich, Dachboden aufräumen, Garage aufräumen, irgendwie das bauen, das reparieren, streichen, bla, blub, ne, wie auch immer. Man schiebt das alles in Urlaub und irgendwie ist der Urlaub dann quasi so ein Arbeitsurlaub. Trotzdem hat man dann ja meistens die Gelegenheit, sich abends ein, zwei Stunden mal hinzusetzen und einfach ein paar Püppchen zu malen oder Karten zu sortieren oder mal ein Spiel zu spielen. Tatsächlich auch. Wenn man jetzt aber wirklich wegfährt, was macht man denn dann? Tja, da hat man natürlich dann so ein, zwei Optionen, die man nutzen kann. Da haben es die Kartenspieler oder die kleine Brettspiele spielen halt einfacher, die nehmen einfach was mit. Aber im Tabletop ist das ja immer so ein Problem, ne? Klar, wenn man jetzt hier so Sachen wie X-Wing oder so hat oder AT-43, da muss man zwar ein bisschen was mitnehmen, aber man kann es halt auch wirklich spielen im Urlaub, vorausgesetzt man hat dann irgendwie auch einen Mitspieler, ne? Man kann ja vor dem Urlaub schon immer mal gucken, ob es da irgendwie einen Tabletop-Club oder so in der Gegend gibt, wo man hinfährt. Natürlich sollte man das immer vorher mit seinem Ehepartner, Partnerin, was auch immer, absprechen, weil ja, sonst könnte das vielleicht so ein bisschen zum Streitgespräch während des Urlaubs führen, ne? Aber die generelle Frage ist ja, das Hobby besteht ja auch beim Tabletop zum großen Teil aus Bauen, aus Malen und so weiter und so fort. Und was macht man denn damit dann? Klar, man kann zum Beispiel, wenn man Karten hat, nimmt man die mit. Man kann auch ein bisschen sortieren. Da wird es aber auch schon wieder komisch, wenn man irgendwie Ordner mitschlürt oder so. Aber im Tabletop, ihr müsst dann die Farben mitnehmen. Ihr müsst die Gussrahmen mitnehmen. Also sprich einfach irgendwie ein, zwei Packungen irgendwie angedönst oder so vom Stapel der Schande. Dann müsst ihr hier Clips, ne? Also quasi so eine Zange mitnehmen, vielleicht einen Endgrater, einen Cutter auf alle Fälle. Und das summiert sich so. Dann braucht ihr Pinsel. Ja gut, Wassergefäß kann man wahrscheinlich vor Ort irgendwo was gaunern, das ist nicht das Problem. Aber ihr seht, wo das hinführt, ne? Und vor allen Dingen, was immer mit? Nimmt man was, ja, Kleber. Nimmt man was zum Bauen mit? Also sprich, wirklich nur Gussrahmen, dass man die nur zusammenbaut, aber keine Farben mitschlieren muss. Oder nimmt man schon zusammengebaute und grundierte mit? Weil im Urlaub grundieren ist scheiße. Das würde ich nicht unbedingt gerne machen wollen. Klar, wenn man da irgendwo was draußen hat, irgendwie eine Ferienwohnung oder so, wo ein Stückchen Garten oder so ist, oder ein großer Balkon, dann kann man das auch machen. Aber da mit der Sprühdose rumzusauen, ja, ich weiß nicht, oder die Airbrush mitzunehmen, da aufzubauen, ich glaube, das spätestens dann gibt es härtere Diskussionsabende im Partnerkreis und weiß ich nicht, ob das dann so Urlaubsfeeling zuträglich ist, wenn das dann so kommt. Nee, aber ja, wie gesagt, entweder man nimmt was zu bauen mit, da braucht man halt irgendwie, ja, was weiß ich, ne, Clipser und so weiter und so fort und Kleber. Stinkt natürlich auch die Hütte wieder ein bisschen, ne, wenn man da so ein bisschen ehrlich ist und ja, dann brauchen wir auch normalen Kleber, Sekundenkleber, ihr wisst das ja, wie das ist, eine Feile und, damit man das halt alles gescheit zusammenbauen kann. Am besten auch ein Regelbuch, das habe ich nämlich auch schon öfter festgestellt, weil gerade wenn man ein neues System hat oder neue Einheiten, wo man gar nicht weiß, ja, das sieht geil aus, aber was macht das eigentlich, ne? Ja, so, und dann, ich spiele eigentlich, wenn es möglich ist, ganz gerne WYSIWYG, also You See Is What You Get, oder What You See Is What You Get, um genau zu sein, und wenn man dann da überall geile Waffen dran baut, nur weil die geil aussehen, hier mal ein Rocket Launcher und da mal ein Flamer und was der Teufel, was aktuell bei zum Beispiel
bei Firefight irgendwie halt die dicken Kniften immer da, die Hailstorm kennen und weiß der Teufel was und die Auto kennen, ne? Aber ihr dürft dann zum Beispiel bei den Forge Fathers immer pro Trupp, sag ich mal, Steel Warriors, dürft ihr 0 bis 2 nur ersetzen, ne? Ihr könnt zwar irgendwie da noch 5 Mannequins beipacken, aber ihr habt dann 10er Trupp, einen Leader, dürft aber nur 2 Spezialwaffen haben. Wenn ihr die jetzt alle so zusammenbaut, um mal wieder den Rahmen so ein bisschen zu schließen, wie ihr gerade Lust und Laune habt, weil das geil aussieht, entweder ihr ignoriert das einfach so ganz pauschal und sagt, ist mir doch egal, was da steht, sieht aus wie ein Kaktus, ist für mich ein Gänseblümchen, dann ist halt so. Aber wenn man das wirklich so ein bisschen halt so spielen will, dass man auch sieht, was es ist, also gerade bei dem Bleispiel, genau, bei dem Beispiel zu bleiben von den Forge Fathers, die haben hier ihren Rocket Launcher hier oben auf der Schulter, ne, und das sieht dann schon ein bisschen anders aus, ne, als wenn man jetzt eine normale Knifte hat. Und sowas würde ich dann auch gerne so spielen, wie es dann auch wirklich ist. Ne? Das heißt, man guckt in die Regeln rein, was kann ich bauen, was kann ich, so viel, für so viel Bits, wie ich habe, kann ich bauen, klar. Aber was darf ich dann nachher auch spielen, das wollte ich sagen. Und macht das Sinn, jetzt das zu bauen? Oder auch, bei Mantic ist ja so, dass nicht unbedingt eine Anleitung dabei ist, wie gehört der Scheiß eigentlich überhaupt zusammen? Welcher Schlauch kommt denn jetzt nach vorne, welcher nach hinten? Wo gehört welcher Arm zu oder weiß der Teufel was? Kriegen die doch einen Rucksack? Und wie das alles so ist, ne? Halt die Einzelteile, was man so hat. So, und wenn es geil aussieht, ist das denn auch überhaupt noch rechtens, das so zu spielen? Schwierig. Ja, dann, ne, also Regelbuch, schlöter mit. Das ist dann auf alle Fälle schon mal Fakt. Ja, das ist dann quasi die Baufraktion, die Bemalfraktion wiederum. Die hat meines Erachtens nach noch ein bisschen mehr mitzuschlüren, gerade wenn man vorher gar nicht weiß, was man ganz genau machen will, weil da muss man erstmal eine ganz schön breite Palette an Farben mitnehmen. Im Idealfall habt ihr die Dinger schon gebaut und habt die schon grundiert, weil wie gesagt, grundieren wollte ich im Urlaub nicht. Das mache ich lieber hier in der Garage oder auf dem Balkon, wo man halt so ein bisschen rumferkeln kann. Ne? In den eigenen 4 Wänden oder Außenwänden oder was auch immer, sollte man das dann meiner Meinung nach machen, weil, ja, ich stelle mir das gerade so vor, so, ne, dann hat man so eine kleine Ferienwohnung oder so ein Zimmer, 2 Zimmer mit einem Balkon oder so und dann schön im Sommer alle liegen da auf ihren Liegestühlen oder Frühstücken draußen im Hotel so, oh, herrlich, eine Sonne oder mittags, oh, geil, ne, die Damen, die regeln sich dann in der Sonne. Es gibt ja Leute, die stehen ja total drauf, morgens sich irgendwo in die Sonne zu legen. Und sich dann Wecker zu stellen, wie so ein Brathähnchen einmal zu drehen und das Ganze dann den Rest des Tages so durchzuexerzieren, bis man dann abends irgendwo einen Cocktail trinken geht und das war's. Nicht meine Art von Urlaub, definitiv nicht. Das könnte ich nämlich theoretisch, wenn ich sowas machen wollte, auch irgendwo hier bei uns auf dem Balkon machen oder mich irgendwo ins Feld legen oder was der Teufel was, ne? Aber ja, jedem das seine. Nur ich stelle mir das halt geil vor, wenn man dann da irgendwie, die sind da, ne, schön am Braten und ja, einen Meter weiter durch eine dünne Trennwand getrennt, steht da so ein Vollpfosten irgendwie mit der Dose, klacker, 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 und dann stinkt und tut und macht, ne? Ja, im Idealfall erwischt man auch noch ein bisschen Wand oder ein bisschen Tisch vom Hotel, ne? Das ist natürlich dann auch richtig geil. Ja, nee, finde ich nicht gut. Also wie gesagt, gebaut, grundiert wäre schon mal geil. So, dann müsst ihr natürlich zusehen, dass ihr die auch heile darüber kriegt, wenn die gebaut sind, je nachdem, was für ein System man spielt. Zum Beispiel bei 40k oder so. Wenn man sich da vorgenommen hat, man möchte irgendwie einen geilen Dämonen oder so ein Monster mit 1000 Tentakeln und Schniedeldiedel, ne, 1000 Auswüchsen da irgendwo transportieren, dann muss das natürlich auch fachgerecht sein. Das heißt, ihr müsst wieder eine dicke Box mitschlüren, damit das Vieh nicht kaputt geht. Trotzdem rate ich euch immer, wenn ihr sowas transportiert, nehmt ein bisschen Sekundenkleber mit, ein bisschen Plastikkleber mit, das kann helfen manchmal. Und ja, dann habt ihr halt das schon mal. Dann wisst ihr aber wenigstens schon mal, was er macht. Ne? Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wisst, was ihr mitnehmt und es gebaut und grundiert ist, dann habt ihr nur das Transportproblem. Im Idealfall nehmt ihr lauter kleine Standardeinheiten mit, wo ihr sonst abends keinen Bock habt, irgendwie die zu bemalen, weil immer so 20 Paar Stiefel, 20 Paar Hosen, 20 Paar Waffen und, ne, wie das dann halt immer so ist quasi, immer diese Fließbandarbeit. Habe ich jetzt nicht so den Stress mit, manchen geht das voll auf den Sack, aber... Das ist einfach so, weil dann wisst ihr, welche Farben brauche ich. Es sind einfache Handgriffe. Wenn dann abends man doch irgendwie noch was ansteht, man will rausgehen oder das Wetter ist dann wieder erwarten doch richtig geil und man möchte halt noch was unternehmen, stellt man die einfach hin, da muss man nicht irgendwie groß nachdenken. Dann, ne, wenn man das nächste Mal Zeit hat, setzt man sich wieder dran, macht mit Hose XY weiter und dann ist halt so, ne? Da habt ihr den Vorteil, wie gesagt, wenn ihr genau wisst, was ihr malen wollt, dann braucht ihr irgendwie nur 2, 3, 4 Farben, die ihr mitnehmen müsst. Ein, zwei Pinsel, ne? Groß, klein, was weiß ich, vielleicht noch was zum Trockenbürsten. Ja, ein bisschen Pinselreiniger, wenn man sowas tut. Oder ihr seid so dilettantisch wie ich und nehmt immer die günstigen Pinsel, wascht die aus. Und wenn sie irgendwann dann so Fratze sind und auseinandergehen, dann werden sie noch ein bisschen einmal abgeschnitten, zum Trockenbürsten genommen, dann sind sie endgültig hinfällig. Aber ja, das halt noch, ne?
wie gesagt, Wasser, irgendwie so ein Pappbecher oder was, das kriegt man da auch vor Ort. Oder so ein Untertässchen oder eine kleine Tasse und nur versaut das Geschirr nicht aus der Pension. Das ist dann, naja, kommt nicht so gut, ne? Ja, dann seid ihr davon ab. Kann man machen. Die Frage, die sich auf der anderen Seite stellt, also wie gesagt, bauen oder malen oder vielleicht sogar beides. Man kann ja auch einfach so ein pauschales Päckchen mitnehmen. Ich sag mal, bestes Beispiel jetzt, ich bin gerade bei Firefight dran. Eine Strikeforce Box. Ihr nehmt einfach so eine Box mit. Da sind, ich bin gerade bei den Forge Fathers irgendwie zugange, 30 Forge Fathers, irgendwie dann noch ein paar Forge Guard, ein Panzer, ne, einen ganzen Teil an Brong. So, dann haben wir da aber auch lustige Sachen. Wir haben ein bisschen Resin, wir haben ein bisschen MDF-Base, wir haben dieses Rustic, dieses heitere Plastik von Mantic, wir haben Bases aus Plastik, wir haben Bases aus MDF und, ne, wie gesagt, das heißt, da ist auf jeden Fall schon wieder Kleber fällig. Und zwar nicht nur der Plastikkleber, sondern auch Sekundenkleber. Bei Resine müsst ihr das vorher waschen. Seife wird ihr da wahrscheinlich vor Ort haben. Ne? Aber ist auch wieder, ne, so eine Sache. Deswegen nehmt ihr jetzt die ganze Box mit und seid ihr wirklich so optimistisch, ich weiß ja nicht, wie lange ihr in Urlaub fahrt, dass ihr die Sachen A gebaut, B grundiert und C auch noch anmalt oder angemalt bekommt in der Zeit. Und wie viel bleibt dann von einem eurem eigentlichen Urlaub mit dem Partner oder vielleicht im ja, im Familienfall halt auch mit Kindern, das haben wir ja nicht, dass dann die Kinder möchten natürlich auch beschäftigt werden. Und wenn Vater dann da sitzt, ne, und morgens am besten schon vor dem Frühstück und dann eben Futter und nach dem Frühstück nochmal 2-3 Stunden und abends dann auch irgendwie da sitzt und Püppchen malt, obwohl man, was weiß ich, in Frankreich irgendwo sonst wo ist, das ist natürlich auch ein bisschen komisch, ne. Ja, ne, das ist natürlich, also der Hardcore-Fall wäre wirklich, man nimmt was mit, was OVP ist, also original verpackt, schlürt das mit, nimmt Bauzeugs mit, nimmt Kleber mit, nimmt Farben mit und rödelt das dann irgendwo im Urlaub durch. Ja, ne, wie gesagt, da muss dann auch irgendwie Maximaltoleranz vom Lebenspartner, Partnerin vorhanden sein, weil sonst könnte es passieren, dass es im Urlaub so ein bisschen knallt. Vielleicht, wer weiß. Ja, ne, also ich finde, das ist ein spannendes Thema. Und ja, ich will euch verraten, wie ich das mache. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn wir in Urlaub fahren, maximal, was ich ein, zwei Püppchen mitnehmen würde zu malen. Habe ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe es überlegt, das im nächsten Urlaub mal zu machen. Im letzten Urlaub wollte ich es machen, da habe ich es aber verworfen und das war auch ganz gut so, weil wir waren viel draußen unterwegs. Ich wäre sowieso nicht dazu gekommen und die Karre war eh schon ranzenvoll. Ich würde es wirklich so machen. Was ich mir immer mitnehme, sind ein, zwei Regelbücher, wenn ich Bock auf Tabletop habe, weil ihr kennt das vielleicht, man kommt irgendwie, ne, man steht früh auf, wenn man arbeiten muss, geht mal lochen, dann kommt man nach Hause, macht vielleicht ein bisschen Sport oder geht einmal um Pudding, dann ist noch ein bisschen Hausarbeit, so, dann setzt ihr euch abends hin, futtert was und dann werden die Klüsen so klein. Entweder macht man nur noch irgendwie ein bisschen was mit dem Partner oder man liest noch ein Buch oder so und bei mir ist es dann so, ich habe immer den guten Vorsatz, dass ich dann abends irgendwie mir auch mal ein Regelbuch noch angucke, aber dann nach einer Seite, wenn die Augen immer kleiner und plöpp, dann liegt das Buch da und du weißt sowieso nichts. Wenn du den gleichen Satz irgendwie fünfmal liest und immer noch nicht weißt, wie viele Würfel du schmeißen musst, dann bringt das abends auch nichts, ne? Ist einfach so. Deswegen nehme ich mir einfach mal Regelbücher, 1, 2, 3 Stück mit von den Systemen, die ich jetzt in nächster Zeit mal testen will oder wo ich meine, die will ich mal wieder spielen, habe aber die Regeln nicht mehr im Kopf oder wo halt was Neues rausgekommen ist und ja. Das kann man dann abends immer schön, anstatt dass man irgendwie, was weiß ich, Sachbuch, Belletristik, sonst was liest, schnappt man sich ein Regelbuch. Ist ja auch maximal, sag ich mal, praktisch für den Partner. Da hat man nicht so viel Nerdkram rumfliegen, ist einfach ein Buch. Klar, man kriegt dann Spruch, kannst du nicht mal im Urlaub ohne deine Pöppchen oder was. Aber ansonsten ist es halt, als würde man einfach nur ein Buch lesen. Ne? Das ist ja schon fast normal, ne? Sag ich mal. Ne? Das ist jetzt, wie gesagt, von meiner Seite aus so, wie ich das mache. Ich kann mich entsinnen, das war aber auch damals mein Einstieg, der war ironischerweise im Tabletop, war der sogar im Urlaub, beziehungsweise ganz kurz vorm Urlaub und da habe ich mir 1994, 95 muss das, wann ist sie, die zweite Warhammer-Box, erste, mit den Blood Angels gegen Orks, mit den Standard-Orks, ich weiß gar nicht, 95, irgendwie muss was gewesen sein, ne? Die habe ich mir geholt, das war mein allererstes Tabletop-Game. Und da war noch dieser Space Marine, Ork, Cyborg-Läufer, den man als so Pappstecker, wie so bei so einem Brettspiel, ne, quasi dabei hatte. Das war noch, ja, das war schon ein paar Jahre. Ich guck mal nach, wann das rausgekommen ist. Ist auf alle Fälle schon ein paar Tage her. Und die Box, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mir ganz kurz irgendwie vorm Urlaub geholt. Vorm Urlaub oder im Urlaub? Kann auch sein, dass ich mir die sogar im Urlaub geholt habe. Und dann
ne, Urlaub war gebucht. Ich bin, war da, wie alt war ich da? Relativ kleiner Steppke, ne, so irgendwie 14 Jahre oder so. Und dann, man kannte halt solche Spiele nicht wirklich. Das höchste der Gefühle, was ich damals kannte, war irgendwie, wie hieß das, Dorf des Grauens war, glaube ich, irgendwie, das war mit so Hexfeldern, eine riesen Matte. Und natürlich HeroQuest, StarQuest. So, das war so Dungeon Crawler mäßig, auf dem Spielbrett alles, und dann habe ich wirklich Warhammer in die Hand bekommen. Das war so wie der Heilige Gral. Ich weiß noch, das habe ich mit in den Urlaub genommen. Ich hatte die Jungs dann irgendwie auch im Urlaub zusammengeklebt tatsächlich, das durfte ich dann, ne, von meinen Eltern aus, auch wenn es ein bisschen gestunken hat. Und dann habe ich das Regelbuch da gelesen und ich weiß noch, wie geflasht ich da war und wie begeistert, dass man einfach messen konnte, dass es keine festen Spielfelder gab. Und dass man dann einfach das ganze Gelände irgendwie natürlich sofort mit Büchern und Gläsern angefangen, das so ein bisschen zu simulieren da im Urlaub und auf dem Boden. Und ja, das war tatsächlich eine Urlaubserfahrung. Das weiß ich noch, dass wir da 3 Wochen waren. Da waren wir 3 Wochen in der Lüneburger Heide, in so einem Ferienhaus. Und ich habe die ganze Zeit nur irgendwie da mich um Warhammer gekümmert und mir die Regeln da angetan und mit den Mannequins hin und her geschoben und das ausprobiert und gewürfelt und so viele Würfel und geil. Und ja, das weiß ich noch. Also geht im Urlaub auch, klar. Als Kind hat man auch ein bisschen Narrenfreiheit. Wenn man dann so, so gute 25 Jahre älter ist und so ein bisschen grau anfängt zu werden, dann wird so ein gewisses Maß an Vernunft vorausgesetzt, was bei mir allerdings irgendwie nicht vorhanden ist. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, ne? Also ich wollte nie wirklich erwachsen werden, deswegen, ja, ne? Nur wie gesagt, bevor es dann Streit gibt, ist es halt immer so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig, vielleicht alles an Hobbykram mitzunehmen. Deswegen mein Tipp, um jetzt einmal hier wieder den Bogen zu spannen. Ich mache das so, ich habe tatsächlich bis jetzt keine Püppchen mitgenommen. Ich habe mal ein paar Karten mitgenommen, so ein, zwei Pre-Constructed Decks, um das einfach mal auszutesten, das System. Da hat meine Frau auch sogar mitgespielt. Püppchen tatsächlich nicht. Wir spielen gerne mal Karten im Urlaub oder irgendwie was Schnelles, irgendwie so kleine, schnelle Spiele, was man halt abends irgendwie beim Bier und beim Schnäpschen so draußen im Freien auf dem Campingplatz oder so spielen kann, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, mein Geheimtipp, wenn ihr vom Tabletop nicht loskommt und irgendwie sonst anfangt zu zittern im Urlaub, Regelbücher mitnehmen. Wenn ihr jetzt natürlich ein Tabletop-Monogamist seid und nur ein System spielt, wie zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie die Warhammer-Boys oder die GW-Fanboys, die spielen ja in der Regel dann irgendwie ein Spiel und das ist ja, ne, meistens 40k dann halt und das dann auch ausschließlich und alles andere ist halt uninteressant. Dann gibt es aber, glaube ich, auch genug Sekundärliteratur. Aber ansonsten für die Leute, die so sind, wie meiner einer, die irgendwie am liebsten irgendwie 1000 verschiedene Systeme irgendwie spielen würden, aber die Regeln sowieso nicht im Kopf behalten können, nehmt euch 2, 3 Regelbücher mit oder vielleicht auch eine geile Fachzeitschrift, hier Wargames Illustrated, sonstiges, ne? Und ja, dann habt ihr eure Tabletop-Portion. Klar, ihr habt nichts Praktisches, aber was ich dann ganz gerne mal mache, wenn man irgendwo wirklich in der Stadt sein sollte, also wir sind meistens in der Natur unterwegs, aber es kommt ja mal vor, zum Beispiel, wo wir in Husum waren oder in Bremen oder so, da gibt's halt war das Bremen? Ne, das war oben Flensburg, glaube ich, Flensburg. Da gibt es halt auch irgendwie so Shops, ne? Da kann man halt mal reingehen und da mal gucken und da vielleicht einfach mal was Originalverpacktes kaufen, was man dann voller Freude und Elan mit nach Hause nimmt und dann landet es auf dem Pile of Shame, genau. Ja, wie das dann halt immer so ist, ne? Und ja, das ist halt so, wie wir das machen, ne? Irgendwie so eine Kleinigkeit holen, ja, aber ansonsten, wie gesagt, Regelbücher, ne? Oder euch im Urlaub ein schönes Regelbuch holen. Kann man ja auch mal machen, ne? Gut, so, lang genug geredet. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie macht ihr das? Also ich weiß von manchen, dass sie wirklich eiskalt sind, sich eine Box kaufen und die mit in Urlaub nehmen. Manche sagen, ich mache absolutes Detox, also quasi ich mache mal wirklich einen Cut vom ganzen Hobby und allen möglichen und mache mal 2 Wochen wirklich gar nichts fürs Hobby. Manche machen auch 2 Wochen irgendwie, gucken gar nicht groß aufs Handy oder weiß der Teufel, einfach mal raus ins Grüne. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, gibt es auch Leute, die halt was mitnehmen oder nur was zum Malen mitnehmen und nur was zum Basteln mitnehmen. Und ja, wie gesagt, meine Frage an euch, wie handhabt ihr das? Wenn ihr in Urlaub fahrt, nehmt ihr was mit? Gerade, gut, Karten kann ich verstehen, da kann man ein paar Pre-Constructed Decks mitnehmen, dann läuft super, ne? Aber gerade Tabletop und Gedöns, ne? Nehmt ihr da irgendwie was mit? Habt ihr da Spaß dran? Oder sagt ihr im Urlaub, ne, Urlaub, die 2 Wochen, da kann ich auch ohne? Wobei, ich immer denke so, ey, man hat jetzt endlich mal Freizeit und dann die ganze Zeit ist man am Schimpfen, dass man unter der Woche nichts an der Kette kriegt und am Wochenende, während man arbeiten muss, fürs Hobby. Und da hat man schon mal frei und dann nimmt man einfach nichts mit.
ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also ich habe es bis jetzt nicht bereut, nichts mitgenommen zu haben, außer die Regeln, weil wenn ich Bock auf Tabletop habe, dann muss ich mich endlich mal an die Regeln setzen. Und wie gesagt, ich habe auch keinen Stress mit Pinselarbeit, diese Fließbandarbeit, sag ich mal, abends, ne? Wo man dann wirklich 20 Mannequins stumpf immer nur mit einer Farbe. Also es geht wirklich schneller, als wenn man tausendmal die Töpfchen wechselt, ist klar. Deswegen setze ich mich dann lieber abends hin und mache, was weiß ich, ne? Einen Abend mache ich dann irgendwie 20 Mal Stiefel, nächsten Abend mache ich mal 20 Mal Hosen, ne? Immer wenn ein bisschen Zeit ist. Aber im Urlaub, ich weiß nicht, das ist, ich habe auch, wie gesagt, Schiss beim Transport, dass mir irgendwas kaputt geht und ne, kostet ja auch alles Geld und nee, weiß nicht, den Stress im Urlaub wollte ich nicht haben, die Karre macht es unnötig voll, ne? Sonst, wenn man so einen Feldherrkoffer voll gedünst noch mitschleppt, zusätzlich zu dem ganzen Ramsch, den man sonst mitnimmt, ja, gut, ich denke, mein Standpunkt ist klar geworden. Schreibt drunter, wie ihr das handhabt. Und ich bin echt gespannt, ob das überhaupt so eine Thematik bei euch ist oder ob das einfach selbstverständlich ist, dass da eingepackt wird, worauf man Bock hat. Ich bin tatsächlich schon mal mit meiner Gitarre und Verstärker in Urlaub gefahren. Habe ich auch schon gebracht. Meine Frau hat mich dann irgendwie für verrückt gehalten. Aber ja, so ist das halt, ne? Gut, in diesem Sinne, haut fleißig in die Tasten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, gehabt euch wohl. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.